wirklich ein spezielles Thema. Wer ist Gott überhaupt? Und ich glaube, die Frage, die stellen sich viele Menschen. Und wenn du zugeschaltet bist, es ist mein grosses Gebet, dass Gott die ein oder andere Frage wirklich beantworten kann. Und wenn du da bist, natürlich sowieso. Ja, der sagt auf der Bühne, passt es so zu der Deko? Nicht, oder? Geht gar nicht. Und ich würde sagen, der trasht ja fast die schöne Deko dahin. Also gut, dann, der sagt, geht gar nicht. Danke vielmals. Genau um das geht es nämlich heute Morgen. Es geht darum, dass für viele Menschen ist Gott wie verdeckt. Er ist für viele Menschen nicht greifbar. Sie verstehen nicht, wer ist es überhaupt? Wer könnte es überhaupt sein? Oder finden es vielleicht sogar anmassend, wenn es Leute gibt, die sagen, hey, Gott ist so und so. Und heute Morgen wollen wir eins machen. Wir wollen nicht in erster Linie einen Sack wegnehmen, sondern wir wollen heute Morgen aber vielleicht etwas wegnehmen, wo über unseren Augen und unseren Herzen manchmal ist, dass wir Gott gar nicht so sehen, wie er eigentlich ist. Wir wollen in dem Sinn ein Stück weit unserem Herz, unseren Gedanken heute Zugang geben. Auch durch die Message, wo ich hoffe, dass sie ganz, ganz fest wirklich auch zu uns reden kann. Und wollen miteinander schauen, wie hat jemand, wo Jesus selber kennt hat, wie hat er ihn beschrieben? Denn es ist ja interessant auch heute, wenn es irgendwo einen Gerichtsfall gibt, wenn jemand kommt als Augenzeuge und ich sage jetzt unter Lebensbedrohung vielleicht sogar noch aussagt, was er gesehen hat, sein Wort, das gilt auch in einem Gericht. Und heute Morgen werden wir von einem hören und der heißt Johannes und der hat 3,5 Jahre mit Jesus zusammengelebt, hat das Leben geteilt, hat Jesus gesehen, hat Jesus selber gehört, hat Jesus berührt. Und wir wollen hören, was er über Jesus, über den Sohn von Gott, sagen hat. Es heisst im Johannes 1, 1-15, die Vers lesen wir jetzt miteinander. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Gott sandte Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, damit durch ihn alle daran glauben. Johannes selbst war nicht das Licht. Er war nur ein Zeuge für das Licht. Der, der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er dann kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er rief ihnen zu, das ist der, von dem ich gesagt habe. Es kommt einer nach mir, der ist größer als ich, denn er war da lange, bevor es mich gab. In diesen paar letzten Sätzen spüren wir dem Johannes, wo das schreibt, an. Das war nicht der Johannes der Täufer, sondern das war der Jünger, einer der Jünger von Jesus, der Johannes. Er hat gesagt, hey, in meinem Herz da brennt etwas. Ich muss euch etwas erzählen. Ich muss euch berichten von dem Wort. Ich muss euch berichten von dem Jesus. Ich muss euch berichten von dem Gott, der Mensch geworden ist und der auf die Welt gekommen ist. Und etwa die vergessen wir nämlich, dass die Weihnachtsgeschichte nicht vor 2000 Jahren angefangen hat, sondern sie fängt eigentlich viel früher an. Und fängt eigentlich an mit Gott selber. Und es ist interessant, dass Johannes, er beschreibt Jesus eigentlich durch 3 Eigenschaften. Das Wort beschreibt er durch 3 Eigenschaften. Und das Erste, was er sagt, ist, hey, der, von dem ich euch berichte, der, den ihr kennenlernen müsst, das ist der Ewige. Was ist ewig?
Ich weiss, für Kinder ist ewig normalerweise das, so 2-3 Wochen vor der Weihnacht, geht es noch lang mit den Geschenken. Und sie können nicht darauf warten, bis sie endlich an dem Weihnachtstag oder Heiligabend, je nachdem, wie man es feiert, die Geschenke können auspacken können. Ich weiss auch, für uns Erwachsene sind manchmal vielleicht ein paar Wochen oder Monate eine halbe Ewigkeit, weil wir auf etwas planen. Vielleicht irgend auf einen Brief, den man dringend erwartet, auf eine Gehaltserhöhung, auf irgendeine Antwort von einem Menschen oder was auch immer. Aber ewig bedeutet eigentlich nochmal etwas ganz anderes. Ewig bedeutet, wenn ich so ein bisschen Gegenwart darstelle, wenn ich zurückschaue in die Vergangenheit, dass wie ein Zeitstrahl ist, der nicht aufhört, der weitergeht. 10 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre, 100.000 Jahre, Millionen Jahre und er hört nicht auf. Wie Licht, das man rausschickt und nicht aufhört. Und eigentlich genau das Gleiche auch in Zukunft. Genau so ein Strahl ist in Zukunft, wo nicht nur 1000 Jahre, Millionen Jahre, Jahr, Millionen Jahre abdeckt, sondern, hey, wo nie aufhört, das ist ewig. Und irgendwo, das übersteigt unsere Vorstellungen von allem, was wir irgendwo unter Kontrolle haben. Für uns ist es ja manchmal schon schwierig, ein paar Jahre zu überschauen. Ich weiss manchmal nicht mehr, was vor 5 Jahren war, keine Ahnung mehr. Und es heisst von Jesus, er ist der Ewige. Das heisst für Jesus, er hat keinen Anfang und kein Ende. Es hat nie einen Moment gegeben, wo Jesus hat angefangen zu existieren. Er ist als der Schöpfer der grosse Unerschaffene, der immer da war. Und es ist interessant, dass die Bibel das so klar macht und sie sagt nämlich, schaut, so ist Gott. So ist Gott. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Sonst wäre irgendein Erschaffungswesen, irgendein Wesen so ein bisschen auf unserer Ebene letzten Endes. Und warum ist das so wichtig für uns? Es ist aus x verschiedenen Gründen wichtig. Das eine ist, hey, erstens, der Gott kennt deine Vergangenheit. Er kennt jeden Tag, er weiß, wann du gezeugt worden bist, er weiß, wann du geboren worden bist, er weiß, unter welchen Umständen du aufgewachsen bist. Er kennt Höchstes von deinem Leben, er kennt Tiefstes von deinem Leben. Und weißt du was? Es heisst, jeder Tag von deinem Leben ist in seinem Buch noch aufgeschrieben, das heisst, Gott kennt auch deine Zukunft. Er weiss, was wird kommen, heute Nachmittag wird kommen, was morgen wird kommen, was in 5 Jahren, was in 10 Jahren in deinem Leben wird sein. Warum ist das für uns so wichtig? Schaut, wenn es jemanden gibt, der unser ganzes Leben kennt, unsere Vergangenheit, unsere Zukunft kennt, und wo uns die Bibel sagt, hey, wo Mensch geworden ist, wo angekommen ist zu uns, wo sich bewusst auf den Weg gemacht hat zu uns, damit wir ihn kennenlernen. Wisst ihr, dann ist eigentlich die Einladung von dem, hey, vertrau doch mir. Vertrau doch mir, weil ich Zeit kenne, weil ich deine Vergangenheit kenne, deine Zukunft kenne. Vertrau mir doch. Es gibt einen, der alle Tage kennt, der dein ganze Leben kennt. Und einen, der für dich ist. Einer, wo ich sage jetzt mal, pro, und jetzt kannst du den Namen dahinter setzen, in seinem Leben ist für dich. Ich glaube, es zeigt uns aber auch noch etwas, dass so wichtig ist, dass wir unsere eigenen Vorstellungen, die wir uns so oft als Menschen machen über Gott, dass wir nicht einfach an denen festheben. Schaut, die einen Menschen, die sagen, ja, wer ist Gott schon überhaupt? Gibt es ihn überhaupt? Es gibt Menschen, die sagen, ich bin Atheist, ich glaube gar nicht an irgendetwas. Da ist der Mensch, lebst 70, 80, 90 Jahre, dann ist vorbei, life goes on. Dann gibt es andere, die sagen, ja, es gibt vielleicht ein höheres Wesen. Dann gibt es wieder andere, die reden irgendwie doch irgend von einem Gott, aber es kommt da irgendwie auch ein bisschen komisch und ein bisschen Straub vor, was sie erzählen. Wisst ihr was? Unsere eigenen menschlichen Gedanken, unsere Fantasie langt nicht, um uns ein akkurates Bild von Gott zu machen. Wir brauchen jemanden, der uns sagt, wie er wirklich ist. Und das ist passiert, wo Jesus vor 2000 Jahren gekommen ist. Er hat angefangen, uns Gott begreiflich zu machen. Er hat angefangen, uns ein Bild zu geben von dem, wie Gott wirklich ist. Und das Zweite, wo der Johannes dann über ihn sagt, er ist der Schöpfer. Es heisst, durch ihn wurde alles geschaffen. Wurde alles geschaffen. Das heisst natürlich nicht, dass jedes Mal irgendwie, wenn ein Tannenzapfen wächst, irgendwie an den Tannen oder so, dass jedes Mal Gott in dem Fall gerade irgendein riesen Wunder tut und zack, tut der Zapfen dort an. Es geht nicht um das. Sondern es geht darum, dass alles, was auf dieser Welt irgendwo hat angefangen leben und existieren,
einmal einen Punkt hatte, wo es Gott erschaffen hat. Wo Gott nachher die ganze genetische Code reingelegt hat. Wo es nachher möglich war, dass daraus wieder neues Leben entsteht. Er ist der Schöpfer. Vom kleinsten Atom, das es gibt. Vom kleinsten Quark bis hin zum Makrokosmos, zu den Galaxien. Über unser Sternensystem raus. Die Bibel sagt, er ist der Schöpfer. Das heisst sogar an einer Stelle, dass Gott jedem Stern sogar einen Namen gegeben hat und sie alle kennt. Wahnsinn, Wahnsinn. Wir kennen es ja nicht einmal, aber Gott kennt es. Und hey, wenn der ewige Gott auch zugleich der Schöpfer ist, weißt du, was das denn heisst? Es heisst, dass er dich hätte wählen. Es heisst, dass dieses Leben nicht irgendwie ein Produkt vom Zufall ist. Ich weiss nicht, vielleicht bist du irgendwo auf die Welt gekommen. Deine Eltern haben dir mal gesagt, ja, du hättest eigentlich gar nicht mehr kommen. Oder wir als Eltern, wir haben einen schwachen Moment gehabt und dann bist du auf die Welt gekommen und so weiter. Weißt du, das ist nicht deine primäre Geschichte. Deine primäre Geschichte ist, das ist ein Gott, der dich hat wählen. Das ist ein Gott, der dein Leben hat wählen, der sagt, hey, weißt du was, hey, ich habe letzten Endes einen Plan für dein Leben, ich habe gute Gedanken für dein Leben, ich habe eine Zukunft für dich. Und weißt du, also egal was bis jetzt passiert ist, ich gebe dir eine Chance zu connecten mit dem Ewigen, mit mir, dem Schöpfer Gott. Weißt du was? Und dann passiert auch etwas. Dann wird seine schöpferische Kraft in unserem Leben neu lebendig. Er ist der Schöpfer. Jesus, das Wort von Gott, er ist der Schöpfer. Und dann sagt er noch etwas. Er ist Leben in sich. Vor 3-4 Jahren ist ein neuer Film rausgekommen. Er heisst, ist über die Wiege des Lebens gewesen, Tomb Raider. Unter dem Namen ist der Film bekannt worden. Und es geht darum, dass Menschen irgendwo einen Schatz suchen, die Wiege des Lebens suchen. Und die kämpfen gegeneinander, weil jeder will der Erste sein, der dort ist, wo den Schatz hebt, weil man erwartet irgendwo, dass grosse Kräfte und Durchbruch wird geben und Zeug und Sachen für die Forschung etc. etc. Und dann der Film, er geht eigentlich ganz anders aus. Nämlich, man findet das und merkt plötzlich, hey, weißt du was, wenn Menschen in Berührung kommen mit dem, dann kommt Verderben, dann kommt Negatives, dann kommt Destruktives ins Leben der Menschheit hinein. Und man setzt dann alles dran, die ganze Sache, die Wiege des Lebens, in dem Sinne zu vernichten, dass nie mehr ein Mensch sie findet. Aber wisst ihr was? Bei Gott ist ganz anders. Gott ist komplett anders. Was mit ihm in Berührung kommt, das fängt an Leben. Das fängt an Leben. Ich würde es mal so sagen, so ähnlich vielleicht, wie wenn Gott heute durch die Herbstlandschaft wird laufen, durch den Wald, und all die kaputten Blätter liegen am Boden. Alle blub, 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 zack, hey, wieder an die Äste angehen, wieder anfangen zu blühen. Es wird wieder alles grün. Es gibt im Alten Testament so eine krasse Geschichte, etwas von dem Leben, das in der Verbindung mit Gott drin ist. Das sind zwei Nationen, die sind in einem Krieg gewesen. Und ein Mann, der gestorben ist, dann haben sie ins Grab von einem Prophet gerührt, vom Prophet Elia. Und dann ist Folgendes passiert. Wo der Mann ins Grab von dem Prophet, der mit Gott unterwegs war ursprünglich, gefallen worden ist, hat er wieder angefangen zu leben, ist aus dem Grab rausgekommen und ist wieder lebendig, ist wieder unter die Leute gegangen. Ist eigentlich eine ganz krasse Geschichte. Aber es erzählt ein bisschen etwas von dem. Gott ist das Leben. Jesus ist gekommen mit dem Inbegriff vom Leben. Und weißt du, was das eben auch heisst? Hey, wenn unser Leben in Verbindung mit ihm kommt, kommt unser Leben in Verbindung mit der grössten und stärksten Qualität, die man überhaupt im Leben haben kann. Wie gestern sind wir joggen und ich habe Jesus vor vielen Jahren mein Leben aufgenommen. Ich habe so gedacht, wow, das Leben, die Existenz vom Leben pumpt da innen, ist mit mir unterwegs. Hey, etwas in unserem Leben wird ewig unzerstörbar und überkommt einen Zugang zu einer Qualität, zu Fragen, zu Antworten, zu der Kraft von Gott, wie durch nichts anderes. Er ist das Leben, das war Jesus. Und dann steht nach dieser Vorstellung von Jesus,
heißt vom Johannes, dass Gott Johannes der Täufer gesandt hat, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, damit sie alle durch ihn glauben. Was heißt das? Hey, Gott will nicht einfach eine grosse Vorstellung machen von ihm, wer er ist, sondern er will, dass du und ich, dass wir zum Vertrauen finden an ihn. Dass unser Leben in ein Vertrauen kommt zu dem ewigen, lebendigen Gott. Und jetzt haben wir natürlich ein riesen Problem und du sagst ja, der Ewige, der Schöpfer, der Inbegriff vom Leben, das ist alles so abstrakt, das ist dermassen vielleicht weit weg, klingt so philosophisch, unerreichbar. Hey, mit dem kann ich nichts anfangen. Und ich verstehe das auch und Gott hat das auch verstanden, dass es uns so geht. Und das war der Grund, warum Gott im Himmel gesagt hat, hey, ich komme aufs Niveau der Menschen. Ich suche einen Weg, dass meine Ewigkeit, dass mein Leben, dass meine schöpferische Kraft zugänglich wird für den Menschen. Und wie hat Gott das gemacht? Hat seinen Sohn Jesus hat er geschickt auf die Welt. Und es heißt, er wurde Mensch. Vers 14 heißt, er, der das Wort ist, er wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Ich habe in meiner Ausbildung, auch in der Philosophie, ich habe Goethe gelesen, ich habe Schiller gelesen, ich habe Plato gelesen, ich habe Kierkegaard gelesen, aber wisst ihr was, ich habe verschiedene Romane gelesen in meinem Leben, aber ich habe bis heute noch keinen einzigen gelesen, der irgendwie so nur annähernd von einem Menschen schreiben würde, der auf dieser Welt gelebt hat. Voller Gnade und Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, die ihm der Vater seinem einzigen Sohn gegeben hat. Menschen werden oft vielleicht als Helden dargestellt, als Anti-Helden dargestellt oder werden irgendwie sehr, sehr menschlich dargestellt. Und er sagt, weißt du was, er ist Mensch geworden, aber weißt du was, hey, wir haben ihn kennengelernt und du hast gemerkt bei Jesus, er ist komplett anders als andere Menschen. Er war zugänglich, wir konnten mit ihm reden, wir konnten ihn anlangen, wir haben mit ihm gegessen. Aber weißt du was, wenn du mit ihm geredet hast, wenn du mit ihm zusammen bist, du hast etwas gemerkt von dieser Herrlichkeit, von dem Strahlen, von dem Leben, von dieser schöpferischen Kraft, von dem Himmel, wo plötzlich bei uns, in unserem Leben da war. Und das ist eigentlich das ganz Gewaltige. Schau, Gott ist es so wichtig, dass wir ihn kennenlernen und ihm Vertrauen fassen, dass er sich überlegt hat, wie komme ich an? Und er sagt, ich werde ein Mensch wie du und ich. Joan Osborne hat in ihrem bekannten Lied, das jedes Jahr immer wieder einmal im Radio läuft, Maybe God is one of us, hat sie genau eigentlich das beschrieben, hat sich die Frage gestellt, hey, vielleicht ist ja Gott einmal jemand gewesen, genau wie wir. Und eigentlich muss man ihr zurufen, jawohl, es geht dann ein bisschen weiter im Lied, maybe he's a slob like one of us, also ein Chaot ist er nicht gewesen. Er hat auch nicht versucht, seinen Weg heimzufinden, wie es heisst in dem Lied. Aber er ist als Mensch da angekommen. Und weißt du, das macht Gott plötzlich greifbar für uns Menschen. Einer von den Jüngern, er hat nämlich die Frage gehabt und hat gesagt, Jesus, zeig uns doch, wie Gott ist. Ich meine, du kennst ihn ja, du kommst ja von ihm. Und wisst ihr, was Jesus sagt zu ihm? Wenn du mich hast gesehen, dann weißt du, wie Gott ist. Wer mich sieht, sieht den Vater. Oder in anderen Worten, weißt du was, wenn du willst wissen, wie Gott ist, versuch es nicht selber herauszufinden. Lehr Jesus Christus kennen. Und du weißt, wie Gott ist. Du siehst etwas von ihm. Und dann heisst, dass Jesus als Licht in die Finsternis gekommen ist, und die Finsternis hat es nicht können auslöschen. Und ich möchte das vielleicht mal so ein bisschen illustrieren. Eigentlich geht es letzten Endes darum, dass da mit Jesus ein Licht hat angefangen zu brennen, vor 2000 Jahren, wo nicht auslöschbar ist. Denken wir daran, wo Jesus auf die Welt gekommen ist. Hey, er war noch nicht einmal jährig, hat er schon fliehen auf Ägypten. Weil Menschen gemerkt haben, der Herodes hat gemerkt, das Kind, das da geboren ist, ist nicht ein Kind wie alle anderen auch. Und es war so krass gewesen, dass er alle Kinder, glaube bis 2 oder 3 Jahre, hat töten lassen. Und Gott rettet seinen Sohn.
Und er sagt, hey, weißt du, das Licht, das hier zu den Menschen gekommen ist, dass wir keine andere Macht auslöschen können. Und übrigens, das ist auch nicht passiert, wo Jesus am Kreuz gestorben ist für uns Menschen. Da hat die Finsternis gemeint, jetzt haben wir Jesus besiegt. Jetzt ist er ausgelöscht. Für einen Moment ist das Licht nicht mehr sichtbar gewesen, aber die Bibel sagt, am dritten Tag hat Gott seinen Sohn Jesus von den Toten auferweckt. Und weißt du, das heisst für uns Folgendes, der Jesus, der wird scheinen und er wird leuchten, ein Leben lang, eine Ewigkeit lang, um allen Menschen, die irgendwo in der Dunkelheit sind, einen Weg rauszuzeigen. Weißt du, das heisst, hey, egal was du in deinem Leben erlebst, hey, sein Licht ist grösser als die grösste Not, als die grösste Schwierigkeit, als die grösste Frage, die du hast in deinem Leben. Und dann sagt der Johannes sagt etwas. Der Jesus, der ist gekommen, dass etwas geschieht mit ihm in unserem Leben. Nicht nur sollen wir ihn kennen, wir sollen nicht nur Vertrauen fassen an ihn, sondern hey, er ist gekommen, damit das Leben von Gott in uns hineinkommt. Wir sollen ihn aufnehmen in unser Leben. Aber weißt du, bis heute hat Gott das gleiche Problem mit uns Menschen und das ist das. Es heisst dort schon, er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Und schau, das ist ja bis heute das Problem. Menschen gehen an Gott vorbei. Und es ist nicht ein intellektuelles Problem. Das Problem liegt auch nicht bei Gott. Er hat ja alles gemacht, dass wir ihn kennenlernen. Aber ich weiss nicht, was es ist, aber etwas haltet den Menschen davon ab, das Vertrauen an den lebendigen Gott, das Vertrauen an Jesus wirklich zu ergreifen. Ich glaube, es sind so Macht von der Dunkelheit. Es sind im Leben von den Menschen so Macht, die sagen, hey, weißt du was, du kannst dich mit allem einlassen, aber nicht mit dem. Ich weiß von einem Pfarrer, der mir mal gesagt hat, in einer anderen Kirche, hat mir gesagt, Matthias, du könntest auf unserer Kanzel alles erzählen, aber nicht, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich dachte, wow. Ist es das vielleicht, dass wir nicht wollen, dass jemand anders in unser Leben hineinredet? Ist es vielleicht das, dass wir im Zweifel in unserem Leben gegenüber der Güte Gottes mehr Glauben schenken, als dieser Aussage, dass Gott uns Menschen wirklich liebt? Ist es das, dass wir vielleicht unser Leben einfach selber bestimmen und regieren? Oder ist es einfach das, dass wir vielleicht einfach das sagen, was alle Leute in unserer Gesellschaft sagen, Gott a priori, den gibt es gar nicht. Oder bis unsere Kinder in den Schulen, an den Universitäten mitbekommen, nach dem Motto, hey, weißt du, die Bibel im besten Fall ist ein schönes Geschichtli, ist Fiktion, du kannst es nicht glauben. Was ist es? Eins ist sicher, es ist ein Kampf vor der Finsternis und es ist nicht eine Frage vom Intellekt, es ist eine Frage, was in unserem Herzen vorgeht. Und dann sagt er, aber weißt du was? Denen, die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Das heisst, wir können umdenken, der Mensch kann umdenken, der Mensch kann eine Entscheidung treffen, die vielleicht nicht populär ist. Er kann eine Entscheidung treffen, die nicht alle Menschen auf dieser Welt treffen. Und er kann sagen, ich will den Ewigen, den Schöpfer, ich will den Inbegriff vom Leben in mein Leben aufnehmen und ich will dem vertrauen. Ich will dem vertrauen, was Jesus vor 2000 Jahren da gesagt hat und uns vorgelebt hat. Und wisst ihr, was mir so Mut macht in dem Vers, dass es heisst, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten. So viele Menschen sagen mir, wisst ihr, es heisst, ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben. Und wisst ihr was, ich sage den Namen, müssen sie ja nicht. Sie müssen nicht glauben. Sie können etwas machen, bevor sie glauben. Und es steht da, sie können ihn aufnehmen. Sie können Jesus sagen, Jesus, ich habe Mühe an dich zu glauben, ich habe noch viele Zweifel, viele Fragen in Bezug auf dich. Aber ich kann eins sagen, ich will den Schöpfer, den Ewigen, ich will den Inbegriff vom Leben. Ich will den in mein Leben aufnehmen.
und mit dem mein Leben gestalten. Und wisst ihr, was nachher passiert? Und das finde ich das Schöne. Die Bibel zeigt uns nämlich immer wieder Folgendes. Glauben ist nicht eine Frage vom Willen. Es ist nicht eine Frage von etwas, was wir selber machen können. Es heisst nachher auch, sie werden wiedergeboren, nicht durch die Macht der Menschen oder durch das, was wir machen können. Glauben ist etwas, was Gott uns schenkt. Das Vertrauen ist etwas, was Gott weckt in deinem Herz zu ihm. Und ich weiss, eins bis heute, und ich habe das dürfen erleben mit so vielen Biografien. Menschen, die sagen, hey, Matthias, ich verstehe noch nicht ganz alles, aber ich will mein Herz öffnen, ich will ihn einladen, ich will das zulassen. In diesen Menschen wird Gott früher oder später etwas tun. Sie sagen, jetzt kann ich glauben, jetzt kann ich vertrauen. Ich kann das gar nicht richtig erklären, aber es ist wie klar geworden in mir. Und das zeigt uns Folgendes. Gott will nicht uns nur helfen, dass wir ihn verstehen. Er will uns helfen, in ein Leben zu kommen mit ihm. Und das Schöne daran ist, hey, es gibt noch zwei Auswirkungen, möchte ich noch schnell streifen. Das erste ist, wir werden Kind von Gott. Weißt du, was das heisst? Ein Kind entsteht nur durch eine Zeugung und indem etwas ganz Neues passiert. Und genau so ist es, wenn wir Jesus aufnehmen. Ein absolut neues Leben fängt an, in uns innen pulsieren. Leben von Gott. Die Bibel sagt immer, man wird aus der Höhe von neuem geboren, von Gott geboren, aus Gott geboren. Das sind unglaublich starke Begriffe. Weißt du, was Menschen haben, die ihn glauben, die ihn aufgenommen haben, die haben göttliches Leben in ihnen. Indestructible life. Und das Zweite ist, er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Weißt du, du bekommst Zugang in deinem Leben, in all diesen Situationen, die dunkel sind, wo du nicht weiter weißt, zu seinem Licht, zu seiner Herrlichkeit. Und dann sagt er am Abschluss, und aus seiner Gnade, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Ich weiss nicht, welche Frage dich beschäftigt. Ich weiss nicht, was dich am meisten kostet, am Morgen vielleicht aufzustehen. Ich weiss nicht, was deine grösste Challenge in deinem Leben jetzt ist. Aber weisst du was? Wer Jesus aufnimmt, bekommt Zugang wie zu einem Reservoir von Gnade. Und Gnade bedeutet in der Hilfe so viel wie Hilfe von Gott, Unterstützung von Gott, Kraft von Gott, Mut von Gott, Weisheit von Gott. Hilf von ihm. Und mit dieser Einladung, mit dieser Möglichkeit, möchten wir an dem heutigen Nachmittag, möchten wir ins Gebet gehen miteinander, möchten wir zu Gott kommen. Und ich weiss eins, er ist, ob du da bist, oder zu Hause bist, oder drinnen bist, in der Zürich Lounge, ich weiss, dass er als der ewige Gott, dass er als dein Schöpfer, dass er als der Inbegriff vom Leben jetzt auf dich schaut. Und zwar voller Güte, voller Liebe. Und er ruft dir zu, hey, weißt du was, wenn du möchtest, kannst du heute Morgen meine Hand ergreifen. Kannst du neu in Berührung kommen oder vielleicht zum ersten Mal in Berührung kommen mit meinem göttlichen Leben. Wir werden nachher gerade noch dafür beten. Und ich möchte uns jetzt sehr einladen, dass wir doch miteinander ein Lied singen. Lasst uns doch aufstehen dazu. Und wir wollen wirklich zu ihm schauen, zu dem Jesus, dem lebendigen Sohn Gottes. Ich will zuerst beten an dem Morgen nach deinem Namen. Du hast alles gesagt, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, aber betet und bittet in meinem Namen. So werdet ihr empfangen und eure Freude wird gross werden. Und Herr Jesus, ich werde heute Morgen beten für jeden Mensch, der da ist oder zulässt oder zuschaut, mit einem Anliegen in seinem Leben, wo er ein Eingreifen von dir braucht, ein Wunder von dir braucht, wo eine Antwort von dir braucht. Jesus, ich bete heute Morgen, dass jeder Einzelne, der sich ausstreckt zu dir, der sagt, Jesus, ich will dir vertrauen, darf in dem Moment in Berührung kommen mit deinem Leben, mit
mit deiner Kraft, Jesus. Ich bitte, dass, Herr, in dieser Stunde dürfen Wunder geschehen, wo Menschen gesund werden, wo Menschen erleben, wie ihre Schmerzen weggehen. Herr Jesus, wo Gebrechen, wo Krankheiten, wo einfach gehen müssen aus dem Leben von Menschen. Jesus, bis hin zu Krebs, wo du besiegt hast, wo du grösser bist und dein Leben grösser ist als jede Krankheit. Vater, ich bete jetzt in dem Moment, dass du kommst mit deiner Kraft. Ich bitte dich, dass du den Himmel öffnest, dass Menschen dürfen hören, dass du zu Menschen redest und ihnen sagst, welchen Weg dass sie gehen sollen. Dass sie dürfen erkennen, dort und dort geht es durch, dass sie plötzlich merken, wow, da habe ich Frieden drüber. Das kommt gut. Bei anderen Sachen, wo sie dürfen merken, wow, das ist nicht so gut, wo sie einen Check innerlich haben und merken, wow, da muss ich die Finger davor lassen. Ich bete, Jesus, für die, die da sind und die einfach sonst ein Eingreifen brauchen, vielleicht ihre Familie. Herr, ich bete, dass du kommst als der König, der Gott, der Friedenfürst und dass du deine Wunder wirklich bekannt machst. Ich danke dir. Nichts ist für dich zu schwer. Wo Menschen zu dir gekommen sind, haben gesagt, bitte Jesus, hilf mir, bitte heil mich, bitte komm du. Du bist gekommen, Herr, und du hast dich nicht verändert, bis zum heutigen Tag nicht. Und Jesus, ich will jetzt beten für Menschen, die einfach sagen, ich will den Schritt tun an diesem Tag und ich will Jesus in mein Leben aufnehmen. Wir möchten den Schritt miteinander machen zu dir. Herr, danke, dürfen wir miteinander beten. Und wenn wir so vor Gott sind, nie mehr umeinander schauen, möchte ich fragen, wie viele Menschen sind da, sind die Heim, die sagen, ich möchte Jesus aufnehmen in mein Leben. Ich möchte das Leben, ich möchte den Schöpfer, ich möchte den Ewigen wirklich aufnehmen in mein Leben und ich möchte ein neues Leben anfangen. Wenn das dein Wunsch ist, ich bitte dich einfach, heb doch deine Hand an deinen Platz, heb sie die Heim, wo du bist und gib doch einfach so ein kurzes Zeichen, wo du sagst, ich will das. Ich will ihn aufnehmen. Ich will das Privileg nutzen an dem heutigen Tag. Der Jesus, das lebendige Wort, der Mensch geworden ist, der lebendige, echte Gott in mein Leben aufzunehmen. Wenn das dein Wunsch ist, heb doch deine Hand auf einen Moment. Danke, danke. Es sind noch andere Menschen da. Ich werde niemanden übersehen. Auch die Heim, es soll gelten, wenn du dort bist und die Entscheidung jetzt getroffen hast. Und ich lade dich einfach noch ein, bete doch jetzt das kurze Gebet noch mit und sag es dem lebendigen Gott persönlich, der dich jetzt gehört. Du kannst mit mir so beten. Vater im Himmel, ich möchte dich in mein Leben einladen. Du bist mein Schöpfer. Du bist der Ewige. Du bist der Inbegriff vom Leben. Mir ist klar geworden, ich brauche dich. Ich möchte dich bitten, zieh du in mein Herz ein. Weck du in mir den tiefen Glauben an dich. Und vom heutigen Tag an will ich mich deiner Leitung anbefehlen. Amen. Amen. Hey, wir möchten dir zuhause ganz herzlich gratulieren, auch da, wenn wir bei diesen Menschen doch einen Applaus geben, wir freuen uns so mit dir. Was für eine riesen Freude.